Jetzt wird es wirklich ernst für Boris Becker. 2021 erwartet ihn ein Strafprozess in England. Der Vorwurf, die Tennislegende soll im Rahmen seines laufenden Insolvenzverfahrens in London Vermögenswerte von mindestens 1,3 Millionen Euro nicht wie zwingend erforderlich angegeben haben, berichtet die Bild. Außerdem habe Becker eine Wohnung in London und zwei Immobilien in Deutschland verschwiegen. Insgesamt werden ihm 19 Verstöße gegen die Auflagen seines Insolvenzverfahrens vorgeworfen, in dem er vor bereits 3 Jahren für bankrott erklärt worden war. Richterin Emma Arbuthnot sagte gestern, dass ihm im schlimmsten Fall eine Haftstrafe von 7 Jahren droht, wenn es nächstes Jahr zum Megaprozess kommt. Nach den Anklagevorwürfen hat Boris Becker gegen erhebliche Weisungen und Auflagen verstoßen. Und im britischen Insolvenzrecht, was ja deutlich kürzer ist für Privatpersonen als in Deutschland, da ist es auf 1 Jahr verkürzt, muss man halt völlig offenlegen, welches Vermögen man hat. Also entweder haben alle weggeguckt oder nicht richtig hingeguckt oder die Strafverfolgungsbehörden haben sich geirrt. Der Ex-Tennisstar selbst erklärte sich gestern vor dem Gericht in London in allen Anklagepunkten für nicht schuldig.